Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir auf der Map von meinem Bruder, beziehungsweise auf dem Server. Und dabei ist mein kleiner Bruder. Und er hat gefragt, ob ich ein Haus bauen möchte. Ich möchte ein Haus auf jeden Fall bauen. Mein Bruder hat hier schon mal was gebaut. Otto ist auch auf dem Server, der spielt aber nicht mit. Und hier ist sein Haus. Das finde ich. Ja, ich habe hier auch schon meinem Bruder eine Garagentor gemacht, was mit Sound gibt. Warte mal, ich mache vielleicht mal Sounds lauter. Wenn es aufgeht. Ja, ist halt eine kleine Spielerei. Wir haben hier auf jeden Fall einen Plan, weil ich möchte ein XXL mega großes Haus bauen. Man hat auf diesem Server nur 5 Chunks gewendet. Das ist ein bisschen blöd. Aber was ich anfangen möchte, ich soll 3 Blöcke von meinem Bruder weiter weg bauen. Also 1, 2, 3. Und ich baue noch ein paar mehr. Okay, mein Haus soll von solcher Art Säulen getragen werden. Von dem Design her ungefähr. Und dann sollen hier so 2 Säulen stehen. Da kommt in der Mitte ein Eingang. Und kommen noch weitere 2 Säulen. Da muss ich jetzt mir noch schauen. Vom Farbton. Okay, hier erkennt man es noch ein bisschen besser. So ungefähr soll es dann aussehen. Also hier ist eine Säule. Hier ist ein Fenster. Hier ist eine Säule, hier ist die Treppe, hier ist eine Säule, hier ist ein Fenster, hier ist eine Säule. Natürlich viel größer, als ich eigentlich dachte, aber es sieht dann auch übelst geil aus, muss ich dann ehrlich schon mal sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall noch dran zu bleiben. Die Seiten sind fertig, es sieht übelst geil aus, oder? Ey, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet. Tada! Also ich finde mein Haus inzwischen übelst schön. Also ich muss sagen, es ist mir wirklich gelungen und ich hoffe, euch gefällt es auch, wie ich das hier baue, weil ich baue jetzt schon wieder seit einer Stunde hier rum und versuche es hier so schön wie möglich hier ranzukriegen. Aber das sieht halt übelst cool aus, wegen diesem Boden hier noch und dann diesen also diesen Art bräunlicheren Stil und dann auch mit den Blättern, weil es halt schon viel älter aussehen soll. Gefällt mir auf jeden Fall. Und als Bodenmuster habe ich das, was ich in Underground auch habe, los mit Dark Oak. Das finde ich auch sehr, sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Und die Wände sollen halt eher so Spruce sein, weil, ja, Spruce sagt halt eher so älteres Haus und ich mag es halt vom Stil, wenn so grünes Holz und dann das hinter Spruce ist. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Hey Leute, die nächste Seite ist auch gemacht. Ich mache mal kurz Shader aus. Das sieht nämlich ohne Shader auch geil aus, aber mit Shader finde ich noch einen Ticken viel geiler. Was wir jetzt auf jeden Fall machen müssten, ist diese Seite noch mal zu machen und dann noch diese Seite. Das ist übelst viel Aufwand. Darum lasse ich auch immer einen positiven Bewertungen. Lohnt sich das immer. Ach, egal. Ich bin einfach schön Birnen in den Kopf. Egal. So, die ganzen Wände sind gezogen. Ich habe sogar noch teilweise hier alles mit, egal was wir teilweise eigentlich alles hier noch mit gelber Wolle. Das soll nämlich so ein bisschen Dämmerungsmaterial darstellen. Und die Wände sind hier drin auch schon gezogen. Und mir gefällt meine Villa bisher schon übelst cool. Und das war kein deutscher Satz. Ach, Mann. Egal. Hier wird das noch viel größer gebaut und da würde ich sagen, ich baue mal den Boden rein und zumindest gleich. Alle Wände sind fertig. Ich habe hier den Boden auch noch gemacht. Das war übelst viel Arbeit, weil ich nicht Slash Clone benutzen konnte, weil es sonst einen Fehler gab. Ich habe hier alles hier unten auch voll gemacht. Unten kommt auf jeden Fall noch ein Keller rein. Aber hier möchte ich auf jeden Fall meine Küche bauen, möchte ich auch schon mal sagen, ne? Hier kommt vielleicht ein Wohnzimmer oder so. Und hier kommt ein XXL-S-Bereich und dann vielleicht hier so eine Treppe oder im Wohnzimmer eine Treppe. Ich muss mir noch ein bisschen überlegen. Willst du den Hebel umlegen? Ja, die sollen ja auch alle gerade stehen. Das war über alles, was ich die ganze Zeit machen wollte. Und das habe ich jetzt so gemacht. Look at this, man. Wie schön das aussieht, richtig, Leute? Man kann sich hier drauf sitzen. Man kann hier fast gar nicht fahren, weil wir Tower Dwells drin gemacht haben. Man kann essen. Haben wir noch einen Kaffee oder Kakao? Kann man Ansichtssache. Da hinten haben wir jetzt noch ein Ding. Vielleicht baue ich da oben eine Laterne hin. Schauen wir mal. Warte mal. So, das passt. Und eventuell könnten wir dann dazu vielleicht noch ein Bücherregal hier hinbauen. Ich mache das mal schnell, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, diese Ecke sieht hier auch ganz cool aus. Aber was ich noch mit euch machen wollte, ist hier ein paar Blumen als Deko stellen und dann vielleicht noch ein paar Kerzen, weil die sehen nämlich immer ganz cool aus und da kann man nämlich hier so ein paar Kerzen mal hinstellen und vielleicht hier eine Blume dann und hier auch, noch hier. Das sieht dann ganz cool aus. Dann hole ich mal hier die Blume hier und dann suche ich noch mal kurz über das Kreativmenü ein paar. Okay, ich habe jetzt hier ein paar Blumen geholt. Vielleicht kommt die Ellie mich hier hin, dann hier die Azure Bullet Dinger hier hin und dann eine Poppy hier hin. Das sieht ganz cool aus, finde ich, laut meiner Meinung. Oder schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich habe jetzt noch ein bisschen Deko reingepackt. Gleich ein paar Blumen hier noch hingestellt. Noch ein bisschen Spinnenweben hier. Das soll ja auch ein bisschen älter aussehen. Und mir gefällt auf jeden Fall der Raum schon mal sehr. Weil wir können sagen, der Raum ist abgehakt. Hier ist auf jeden Fall auch noch alles schön eingerichtet. Ich habe hier noch überall Blumen hingemacht. Und Atelierbäume. Und hier ein bisschen mehr Deko reingemacht. Das gefällt mir auf jeden Fall schon sehr. Spinnenweben sind jetzt auch schon drin. Es soll nämlich ein bisschen aussehen, als ob es halt längere Zeit halt nicht geputzt wurde und aber trotzdem noch benutzt wird als Haus. Und das soll halt ein bisschen. Die Küche ist auf jeden Fall jetzt auch schon fertig. Die sieht übelst geil aus, meiner Meinung nach. Ich habe hier auch ein bisschen eingerichtet, so was ich halt drin habe, ein Smoker. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr.
jetzt kommt das Wohnzimmer. Okay, Leute, das Wohnzimmer ist jetzt auch fertig. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ich habe hier noch ein paar Spinnweben hingebaut, ein bisschen Deko. Hier habe ich dann noch ein bisschen Schallplatte, Musik, ein Painting, damit man hier so Fernsehbild hat. Das ist so ein bisschen Spielerei, mache ich schon seit Jahren so. Dann haben wir noch ein paar Boxen. Dann haben wir auch hier unten, die unteren Blöcke sind Plattenspieler, damit man die Schallplatten anhören kann. Hier unten ist dann der Keller. Es ist noch voller Nebel, sieht voll geil aus. Vielleicht kommt ja noch das ein oder andere Ding hin. Und dann die zweite Etage, die müssen wir dann auch noch bauen. Da würde ich sagen, da bauen wir noch schnell das Treppenhaus. Leute, Husky Jonas ist auch auf dem Server gejoint. Ja, er baut hier auch sein Haus. Also wir sind Nachbarn. Was machst du? Ey, ich finde mein Haus so schön, ne? Oh, wie geil. Von allem, ich werde wahrscheinlich vorne dann kein Fenster machen. Nur vielleicht in der Mitte. Schauen wir mal. Okay, die zweite Etage ist auch komplett gebaut. Und hier habe ich jetzt schon mal alles vorbereitet, weil hier kommt wahrscheinlich Gästezimmer rein. Und schaut mal diese... Oh mein Gott, wie schön das Shader aussieht. Echt Minecraft mit Shader. Einfach viel zu schön. Und hier muss ich das auch noch anpassen. Hier kommt auch mein Schlafzimmer hin. Hier kommt dann ein fetter Kamin. Okay, Leute, ich wollte zwar jetzt was anderes bauen, aber ich habe jetzt hier das Treppenhaus fertig gestellt mit meinem Bruder. Er baut jetzt hier sogar noch für mich. Er baut hier noch das Deckenmuster, beziehungsweise das Bodenmuster für den Dachboden. Da habe ich schon eine Leiter nach oben gebracht. Man auch vor den Zwischenlager, dann von der Zwischenlagerstation dann auch mal hochkommt. Können wir vielleicht hier noch ein paar Kisten hinbauen. Weil ich möchte ja der Farmer hier sein, weil es gibt also Jobs. Und solltet ihr mehr von diesem Projekt sehen wollen, ne? Könnt ihr auch ein Like da lassen. Ich glaube, so bei 4 Likes machen wir den nächsten Teil. Ich hoffe, easy. Okay, ja, ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch mein Schlafzimmer. Und wir haben jetzt hier auch Playerheads eingefügt. Und wir haben jetzt hier ein paar verschwitzte Alkoholflaschen, weil man kriegt da so einen komischen Blurry-Effekt. Das zeige ich mal. Hier, man wird ja, kriegt da nur sehr. Und es passt halt so, als ob man Alkohol getrunken hat. Und es wird halt, ja, geht einem schlecht. Dann habe ich jetzt hier ein Texture-Pack eingefügt in den Server. Ja, ich will doch nur den Zuschauern zeigen. Ja, schaut. Das passt dann auch perfekt. Dann habe ich jetzt hier ein Texture Pack. Und wir werden auch die anderen Sachen auch noch mit der Zeit wahrscheinlich auch ändern und anpassen. Und auf meiner Minimap sieht man auch, wie cool eigentlich hier mein Ding aussieht, mein Haus. Aber was ich auch machen möchte, ist den Gang noch fertig bauen und die Gästezimmer und natürlich auch noch das Bad. Es hat zwar länger gedauert, als ich dachte. Aber es ist nun soweit. Tada. Warum? Es hat länger gedauert, als ich dachte. Aber es ist nun soweit. Tada. Mein Badezimmer ist fertig. Wie schön, ne? Mit ein bisschen Lighting Frames. Schwämme habe ich hier. Lichter. Ein schönes Waschbecken. Ein Klo, was mir übrigens sehr gut gefällt, weil ich da auf mein halbes Leben verbringe. Ein Toilettenpapierhalter. Ein paar Blumen. Alles richtig schön. Vor allem mit Shader sieht es noch viel schöner aus als ohne Shader. Darum mache ich immer Shader an. Ich glaube, ich werde hier wirklich mein ganzes Leben verbringen. Und darum müssen wir jetzt die Gästezimmer bauen. Also, ich mache mal kurz Schnips. Tada! Ja, also Schnipstechnik funktioniert immer, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, ne, da gefällt es mir auf jeden Fall sehr. Oder? Wie gefällt es dir? Weil du ja eigentlich der Eigentümer bist für diesem Zimmer. Ja, das ist schon was Schönes, ne? Du hast deine eigene Küche. Ja. Es gefällt mir auf jeden Fall auch. It's wonderful. Das ist es. Das Gästezimmer. Jetzt heißt es wiederum schwer, ein gescheites Dach zu finden. Das hier ist mein fast fertiges Dach. Und tada. So schnell geht's. Das ist das Haus. Das sieht übelst cool aus. Also hier unten sieht man auch, da ist auch wirklich alles schön mit ein bisschen solider gebaut. Dann haben wir auch einen wunderschönen Turm hier, der übrigens auch von innen schon ausgeleuchtet ist und cool aussieht. Vielleicht da mache ich noch ein bisschen Blumen rein. Aber ich war auch erstmal mit dem Dachdesign sehr skeptisch, weil ich habe ja erstmal alles mit so Bricks hingemacht. Und da habe ich halt die Granitsachen dann selber eingefügt danach. Also, ja, wie soll ich sagen? Mein Dach gefällt mir schon mal. Und jetzt müssen wir als nächstes den Keller bauen. Übrigens, Husky Jonas ist auch im Call. Aber ich habe ganz vergessen, hier den kompletten Dachboden einzurichten. Und den richte ich für euch jetzt nochmal kurz. Das ist der Dachboden. Wunderschön. Hier hat Husky Jonas auch noch sein kleines Lager hingebaut. Ein bisschen Geld hier drin. Ich durfte zum Glück. Ja, er durfte auch. Und da haben wir jetzt hier auch ein bisschen Geld hier in den Barrels immer ein bisschen verteilt. Und das ist hier unser Treppenhaus. Das sieht auch wunderschön aus, vor allem mit den ganzen Blumen, Laternen. Und mit Shader verleiht es nochmal diesen extra Feeling, ne? Das ist doch. Kommt hier unser wunderschönes Dach. Aber was wir jetzt machen müssen, jetzt hier unseren Keller reinbauen. Und dann würde ich mal sagen, hast du hier noch was? Lass mal anfangen zu bauen. Leute, ich habe mir überlegt, dass ich doch keinen Keller baue, weil Keller ein bisschen unnötig ist. Und dann ist dann jetzt halt auch mein Haus fertig. Ich habe im Wohnzimmer noch ein kleines Setup reingebaut. Ein 4-Monitor-Setup, wie man hier sehen kann. Mit Command-Blöcke, wenn ihr mal dazu interessiert.
Tutorial wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Von mir soll es auch gewesen sein. Und für euch gibt es erstmal einen kleinen Trailer von diesem Haus.